Im hügeligen Randgebiet der unteren Ruhrniederung, rund 35 Kilometer nördlich von Aachen, liegt unweit der niederländischen Grenze das alte, langgestreckte Straßendorf Mühl. Steinkohlenbergbau und Textilindustrie sind heute die wesentlichen Arbeitgeber dieser Region. Bis in unser Jahrhundert hinein lebte hier überwiegend kleinbäuerliche Bevölkerung. Geringer Landbesitz und schlechte Böden zwangen zum Nebenerwerb. Die nahen Korbweidenkulturen der Ruhrniederung ermöglichten die billige Massenherstellung grober Packkörbe, der sogenannten Graukorbware. Die Werkstatt Engels in Mühl ist eine der letzten nebenberuflich geführten Korbflechtereien. Hermann Engels, hauptberuflich Seidenweber, unterstützt seinen Vater Josef Engels, der vor der Pensionierung auf der Steinkohlenzeche arbeitete. Ungeschälte, graue Weiden liefern das Material für die danach benannte Graukorbware. Hermann Engels zieht einige Weidenbunde aus einem wassergefüllten Weidenbecken, dem Uze, weg und stellt sie zum Abtropfen auf. Nur eingeweichte Weiden lassen sich zu Körben verflechten. Der im Winter geschnittene Jahresbedarf war zunächst getrocknet und damit lagerfähig gemacht worden. Trockene Weiden sind jedoch steif und brüchig. Erst wenn die Weidenbunde 14 Tage im Wasser durchgeweicht sind, erhalten die Ruten die alte Elastizität und Zähigkeit wieder, die sie als Flechtmaterial auszeichnen. Vor allem die zähen Sorten Palmweide und Amerikaweide sind als Flechtmaterial besonders geschätzt. Hermann Engels baut seinen Jahresbedarf an durchweg einjährigen Ruten zum Teil selbst an. Zum Teil kauft er Material bei den Weidenhändlern der Ruhrniederung hinzu. Die Weiden sind mit den Spitzen zur Mitte hin eingelegt worden. So lassen sich rund 20 Bund im Weidenbecken unterbringen. Der Vorrat für 2 Wochen Arbeit. Einige Holzbohlen gewährleisten, dass alle Weidenbunde während dieser Zeit unter Wasser liegen und gleichmäßig durchweichen können. Bund verbraucht die Werkstatt pro Jahr. Bei 2 bis 3 Körben pro Bund entspricht dies einer Jahresproduktion von rund 400 Körben. Hinter der Werkstatt befindet sich eine kleine Kammer. Die bereits durchgeweichten, noch feuchten Weiden für die nächsten 14 Tage lagern hier bis zur Verarbeitung. Entsprechend feucht sind auch die Wände. Eine Plane, jeweils um mehrere Bunde gewickelt, hält die Weiden feucht und biegsam. Korbflechter Josef Engels sitzt beim Arbeiten auf seiner Korbmacherbank, der Plank. Zum Arbeiten benötigt er nur wenig Werkzeug. Korbflechten ist auch heute noch wie vor Jahrhunderten vor allem Handarbeit. Ein Brustleder schützt die Kleidung, besonders wenn der Oberkörper als Gegenstütze für das Werkstück dient. Ein Kartoffelkorb soll entstehen. Josef Engels beginnt mit dem Korbboden, dem Bohm. Gerade bricht er die gekreuzten Bodenstöcke auf. Dünne Weiden, meist Abfallspitzen, dienen zum Zuflechten. Jeweils 2 Ruten verarbeitet man gleichzeitig im Wechsel gegeneinander. Eine von oben, eine von unten. Leicht heruntergebogene Bodenstöcke bewirken eine Wölbung des Bodens. Das Korbmachereisen, das Kloppiser, ein Dorn sowie einige Maßreifen sind die typischen Werkzeuge zur maßgenauen Herstellung genormter Größen.
Mit dem Plankmetz, dem Korbmachermesser, wird die letzte Flechtweide angespitzt und zugesteckt. Der Boden ist geschlossen. Nur mit einem sehr scharfen Messer lassen sich jetzt die überstehenden Weidenreste mit ihrer zähen Rinde entfernen. Solchermaßen beidseitig versäubert, ist der Boden fertig. Vor dem Flechten hat der Korbmacher die unterschiedlich gewachsenen Weiden eines Bundes bereits sortiert. Die längsten und dicksten Weiden dienen nun als Staken. Sie bilden das Gerüst des Korbes. Die insgesamt 24 Staken sind an den unteren Enden bereits angespitzt. Angeschalmt, wie der Korbflechter sagt. So lassen sie sich leicht paarweise beiderseits der einzelnen Bodenstöcke in das Geflecht einschieben. Damit die Staken beim Hochbiegen nicht brechen, wird das Plankmetz an der gewünschten Knickstelle gegengehalten und leicht eingestochen. Dadurch drücken die hochgebogenen Staken nicht auf den Boden, der seine leichte Innenwölbung behalten soll. Die gewölbte Bodenform gibt dem Korb später einen sicheren Stand. Sind alle Staken aufgerichtet, lässt sich der passende Maßreifen überstülpen und mit einer Weide fixieren. Er ist die Schablone für die runde Form sowie für einen bestimmten Durchmesser, denn die Körbe werden nach einheitlichen Größennormen geflochten. Hier entsteht ein großer Kartoffelkorb, ein sogenannter Vierfädelt, ein Vierviertel. Nachdem die Staken festgeschlagen sind, bleibt noch ein Zwischenraum zum Bodengeflecht. Mit dem Dorn, dem Prel, lässt sich das Bodengeflecht zur Aufnahme vier weiterer starker Ruten vorweiten. Diese vier Weiden, im Wechsel verflochten, bilden eine sogenannte Bodenkimme. Sie ist der Übergang zum aufgehenden Korbgeflecht und bildet den Standring des Korbes. Weitere beigesteckte Weiden folgen. Jeweils vor und hinter einer Stake verflochten, nimmt man zum Ende die Weidenspitzen paarweise. Die Plank besitzt eine mittig eingetiefte Stahlbuchse. Sie dient der Aufnahme einer Drehscheibe, der Schübel.
Durch die Bodenkimme mit dem Klopp Isar festgeschlagen, haben Geflecht und Staken sicheren Halt. Nun beginnt der Einschlag, das eigentliche Hochflechten des Korbes. Für diesen groben Gebrauchskorb genügt ein einfacher Einschlag. Jede Weide wird einzeln im Wechsel vor und hinter einer Stake eingearbeitet. Die zuvor nach Länge und Dicke sortierten Weiden verwendet Josef Engels jetzt in festgelegter Reihenfolge. Er beginnt zunächst mit den kurzen, dünnen Einschlagweiden und nimmt nach oben hin, bei zunehmendem Korbdurchmesser, immer dickere und längere Ruten. Der Korbflechter lässt die Spitzen nach außen überstehen und steckt eine neue Weide zu. Nur wenn ein gleichmäßiges Geflecht durch ständiges Festklopfen verdichtet wird, entsteht ein fester, dauerhafter Korb. Die nächsten Korbböden trocknen schon in einer Ecke der Werkstatt. Seit seiner Pensionierung arbeitet Josef Engels bei größeren Aufträgen bis zu 10 Stunden täglich. Das ist auch im Winter möglich, denn der 4x5 Meter große Werkstattraum ist mit einem kleinen Kanonenofen zu heizen. Unterdessen ist der Korb hochgeflochten. Das Geflecht gibt nun so viel Halt, dass der Maßring entfernt werden konnte. Mithilfe eines Maßstockes lässt sich der Einschlag abschließend auf eine genormte Höhe niederklopfen. Einige geschälte weiße Weiden im oberen Bereich bilden die typische Verzierung eines Kartoffelkorbes. Das obere Randgeflecht, der Zuschlag des Korbes, beginnt mit dem Anknicken von 4 Staken oberhalb des Geflechtes. Die angeknickten Staken legt der Korbflechter nun von links nach rechts ab. Und zwar immer hinter 2 vor die dritte der folgenden Staken. Von links nach rechts erfolgt nun auch das Verflechten mit den noch stehenden Staken. Die letzten 4 Staken verzieht Engels im Beginn des bestehenden Randschlaggeflechtes mit Hilfe des Prels. Der Zuschlag ist fertig. Die nach außen überstehenden Rutenenden schneidet der Korbflechter mit einer Schere, der Plankschier, ab. Er braucht sie für die Böden der nächsten Körbe.
Mit dem kurzen, sehr scharfen Ausstechmesser, dem Ussteichmetz, putzt Engels zum Schluss den Korb aus. Der große Kartoffelkorb ist fertig. Der geübte Korbflechter benötigt 1,5 Stunden für diesen Korb und erhält dafür heute 8 Mark. Bis in unser Jahrhundert hinein war die Graukorbflechterei ein willkommener Nebenerwerb. Die Vorbereitung des Flechtmaterials sowie vergleichsweise geringe Anforderungen an flechttechnisches Können ermöglichte eine schnelle Herstellung großer Mengen. Sie fanden seit Mitte des 19. Jahrhunderts neben der Landwirtschaft besonders auch in der Industrie und der Fischerei als Transportkörbe großen Absatz. Heute erwächst den Weiden in Plastik und Metall starke Konkurrenz.